Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Gamer-Chaco im ETS, Quatsch, nix ETS, wir sind natürlich im Alice und zwar auf der Nordfriesenmarsch in meinem Singleplayer. Und ja, was haben wir denn gemacht? Wir haben die Felder abgeerntet, die Missionen auch mit den Kartoffeln und alles. Dann habe ich mir hier das Dings hier gebaut. Gute Fabrik. Das wisst ihr ja schon. Die habe ich natürlich bestickt und alles. Läuft auch alles soweit. Dann habe ich hier ein bisschen Deko gemacht. Ist hier ein bisschen Deko. Hier wird es noch gemacht. Arbeiten hier auch noch. Habe ich auch noch ein bisschen Deko gemacht. Ich finde, das sieht ganz gut aus soweit. Hier muss ich mal sehen, was ich mache. Hier werde ich wohl wahrscheinlich erstmal noch mal Gras ansehen, weil ich das noch mal brauche. Wollen wir dann sehen, was wir vielleicht dann machen. Und ja, was habe ich denn noch? Dann habe ich genau, dann haben wir hier, wir müssen schnell rausgehen. Genau. Dann habe ich hier mein Zentrallager weiter ausgebaut. Da hatte ich das Geld gehabt. Konnte ich mir die Hallen alle hersetzen. Ich denke, das hat auch soweit geklappt eigentlich alles. Hier so mit die Abstände, das passt alles. Natürlich ist hier natürlich alles leer noch. Ne? Also da ist noch nichts drin. Also von daher ist das auch okay. Ja, jetzt haben wir noch 195.000 drauf wieder. Und ja, ansonsten habe ich sonst noch was gemacht. Nee. Ich habe die Mission abgeschlossen. Ja, und da müssen wir jetzt mal sehen, wie es hier weitergeht. Erntereif ist noch nichts von meinen Feldern her. Finde ich ja theoretisch erstmal hier wieder zurück, dass wir wieder auf dem Hof sind. Falsche Seite. Schauen wir mal hier. Die können wir erstmal füttern hier. Brauchen wir ja ein bisschen was zu essen, die Jungs. Hier gerade so ein bisschen aufgeräumt noch vom letzten Mal. Habe ich die Traktoren alle gewaschen und natürlich auch repariert. Auch die ganzen anderen Maschinen. Ah ja, dann habe ich mir hier noch einen LKW gekauft. Plus noch einen Trailer. Und den Rübenroder hier, der ist gemietet zurzeit. Den habe ich mir gegönnt, weil die normalen, das war ein bisschen, ja, langsam, aber das passt so. Dann so, hier haben wir ja die anderen, da können wir den aussteigen, dann nehmen wir den Traktor hier. Den mal schnell Schweinefutter holen und tun das natürlich dann mit rein, dass die auch ein bisschen was haben hier, die Jungs. Weil die haben ja noch nichts zu fressen, gar nichts. Beine und hier, das habe ich auch ein bisschen, alles dekoriert hier ein bisschen. Ja, ich hoffe mal, dass das soweit in Ordnung ist, gut aussieht. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es euch gefällt. Und dann schauen wir mal. Weg, komm ich da. Ne, das brauchen wir halt. Station. Eine Foto. Ah, ist nicht viel, aber naja. Immerhin, besser wie nichts. Das werden wir natürlich die Schweine gleich reingeben. Die brauchen ja auch da ein bisschen was. Die haben ja nichts. Was gut ist, das Futterlager, Futterdings ist auch gleich so wie kleines Lager. Finde ich echt super, ne? So, hier habe ich auch nochmal so weit aufgefüllt, da ging ein bisschen was schief. Da musste ich den den Kuhstall nochmal neu bauen. Alles passiert. Den machen wir jedenfalls dann auch gleich bestücken mit und dann passt es. So, jetzt müssten wir mal hier die
Hier haben wir dann die Anzeigetafel mitgemacht. Ich hoffe, das nimmt der an hier. Aber das zeigt da auch nicht schlecht. Mal im Menü rein, wie es da aussieht jetzt. Das ist schwer. Ah ja, da ist er. Wie gesagt, ist nicht viel. Aber ich sag mal, besser wie gar nicht. Aber auch nichts an. Und Wasser an. Naja. Ah, vielleicht reicht es ja auch noch nicht, weil der vielleicht zu viel braucht noch. Den ganzen Zeug, aber naja. So, dann machen wir gleich mal ach, sag schon. Fischfutter machen. Ja. Ah. Kühe nochmal mit reinschmeißen. Das ist drin, das passt. Nur die Aue mal so weit wieder. Die nehmen und werden dann hier. Und was wir da haben oder was uns fehlt. Dann werden wir das hier anziehen mit Gras. Und ja. Ja, ist klar. Einmal tanzen angesagt. Alter, falsche Auflieger, den ich da genommen habe, den falschen Hänger. Was passiert? Station Dings. Aber jedenfalls Gras, da können wir dann Heu machen. Ich will jetzt gleich mal hier machen, da werden wir das Feld hier sehen da mit Gras. Oh, mal. Okay. Genau, stimmt. Okay. Können wir dann immer noch wegräumen. Jedenfalls müssen wir da sehen, dass wir da ein bisschen einkriegen. Und ob wir hier überhaupt noch ein bisschen was haben hier an Saatgut und sowas. Ich habe mir das hier. Und dann würde das passen. Besser eben hier was hinbauen, das wäre dann nämlich schade. Weg wäre, ne? Wie gesagt, das hier wird auch noch alles dekoriert. Das kommt hier noch alles so ein bisschen weg. Irgendwie dann noch was hinbauen, irgendwie, mal sehen. Aber wir machen jetzt erst mal hier das Stück hier mit Gras hier quer rüber. Den Streifen hier hinten, den lassen wir. Aufpassen. Wie gesagt, der Hof hier, da wird jedenfalls auf alle Fälle noch umgebaut. Jetzt erstmal so für den Anfang noch ein bisschen was, aber würde das ja passen, ja. Den nehme ich hier richtig schön zufahren. Nehme ich dann hier auch noch ernten, das ist schon ja. Nehme ich dann auch mal weg. Ich weiß, es ist ein bisschen eng hier alles, aber egal, lieber so. Wenn wir da nämlich wie gesagt das Gras mitnehmen, können wir ja, wird ja dann, kommt ja dann eh weg alles wieder. Mal jetzt hier so zum Anfang passt das.
Ich hoffe nur, dass das alles dann wächst, so wie ich mir das vorstelle. Und halt Heu, ne? Da müssen wir halt noch ein bisschen was machen. Sehen, ob das jetzt hier passt. Nein, warum das jetzt nicht? Natürlich zu breit. Ach, das ist jetzt wieder mit dem Chip. Naja, egal. Ja, dann passt das ja. Dann kann ich ja links fahren, hoch und runter. Oh. Hoffe ich, dass das auch alles funktioniert, dass das alles schön wächst. Bin Fahrern beziehungsweise. Nun, so wie es aussieht, müssen wir es hier. Ah, der macht halt hier ein bisschen langsam, aber ja, machen wir sehen, wie der das Helfer. Ja, wenn der das macht, dann könnte ich theoretisch jetzt schon wieder weg. Ah, ist das ärgerlich. Ach so, ja, düngen kennen wir. Muss ich halt bloß die eine Bahn noch gucken, ob der das da nicht drüber hinaus fährt, weil das wäre dann auch gut, finde ich. Passt alles? Aber ich denke, das wird schon passen. Also, da mache ich mir keine Gedanken. Ah, das passt. Jeder, der macht da gut ab. Oh, das passt, ey, Mann. Das finde ich gut. Das finde ich richtig gut. Wie das hier. Wir müssen.
Düngen auf alle Fälle. Düngen und Walzen. Passt, dann werden wir. Ja, was haben wir denn da? Ja, da erstmal die Walze holen. Elzen und dann düngen. Reicht das auch? Oh, der ist noch gar nicht repariert und noch gar nicht getankt. Ne? Das werden wir schnell machen. Habe ich den bestimmt das letzte Mal mit vergessen, aber ist auch nicht so wild. Jetzt gleich. Ah, hier ist meine Zecke, das passt. Passt richtig schön auf, so wie sie. So, machen wir gleich. Und also der hier, also ich weiß nicht, der geht gar nicht hier. Und der Deutsch hier, ich glaube, den werde ich wieder irgendwie kaufen. Holz so nach und alles und ich. Ach man, ich will. So, dann haben wir den repariert, dann passt das. Vielleicht brauchen wir den jetzt nicht, weil wir da erst einmal noch hätten das Ding. Fällt, wenn der soweit fertig ist und dann bin. Aber das werden wir dann beim nächsten Mal sehen, wie weiter geht's. Oh. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Euch hat es gefallen ein bisschen. War nicht viel, ein kleiner Rundgang und so und ja. Muss ja halt auch sein. Ne? Sag schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und sehen wollt, wie es hier weitergeht. Ja. Bis dahin, habt viel Spaß beim Video schauen und ja, bis demnächst. Ciao, ciao.